Hallo Leute, hier ist der Giganti mit einem neuen Let's Play und zwar von Amnesia Rebirth. Und hier starten wir auch direkt. Zu gewinnen ist nicht das Ziel in diesem Spiel. Vertiefe dich in die Welt und die Geschichte. Angst und Dunkelheit sind deine Feinde. Willkommen bei einem neuen Horrortitel. Und da starten wir auch gleich schon mit dem Spiel. There is a moment when you realize what the pain has made of you. In hiding, curled in on yourself, unable to show the world your face. Acting on instinct, lashing out, even at those closest to you. Time has passed, and time is a thief. It has stolen your memories. The agony has faded, but so has every precious moment of joy. You have been hollowed out from the inside, and there's nothing left of the person you used to be. But you try to remember how to smile. You try to remember how to love. And one day you crawl out from your hiding place and step back into the world. And then, every day, you do what you must to survive. Zeichnen was? Erinnerungen? Oder so? Und wir sitzen im Flugzeug. Pretending it's not there won't make it go away. Salim, it's just turbulence. It'll settle down soon. Yes, yes, I know. It's hard though. Your head tells you one thing, but your heart disagrees. Try to sleep. I couldn't. Keep imagining what might go wrong. Da hat wohl jemand Flugangst. And who's that? Marco. Oh, I had no idea you brought him. I didn't want him to be lonely. I know, my heart. It's good for him to have an adventure, but he'll be glad when this journey's over, I think. He's had a hard life. And there's so much more to come. Alex? Yeah, him. Oh, da läuft nicht alles nach Plan. Jasmin, get up here! Hallo, hallo, this is the soldier in Algiers. Can anyone read me? Mayday, Mayday, this is the song. Do you read? Da geht gerade ganz schön viel schief. Das ist nie nur ausgefallen, das ist irgendwie gerade ziemlich am Brennen. Bin mir nicht sicher, aber so ein Flugzeugabsturz ist nicht was man so alle Tage mal überlebt. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Don't forget. Don't lose it. No. No, come on. Need to find him. He must understand. Don't forget. It's her! It's all because of her! Focus! I am Tessie. I am still Tessie. What? Scheint so, als hätten wir überlebt. Also ganz klassisch WASD zum Bewegen. Maus. Die Kreisen. Ich glaube, wir klettern jetzt erstmal den Gang hier entlang, wenn ich das so richtig sehe. Sind schon mal Pillen.
Rodan. It will help, but you must try to keep calm, or it will get worse. Do not allow yourself anger. Do not allow yourself to fear. You understand me, Tassi? Klingt nach einem Beruhigungsmittel. Und wir gönnen uns erstmal ordentlich, natürlich. Warum auch nicht? Da hängt irgendwas. Das können wir hier sehen. What happened? Where are they all? Ich kann das Gesichtsfeld nicht wirklich steuern gerade. So. Ah ja. Wie ein Notizblock. Skizzenbuch. Notizblock. Okay, also Aufgaben. Keine Erinnerungen. Unser Medikament. Und irgendwie nicht mehr. Also nur so verblasste. Steht da. I have to remember she will die. Find Salim. Ah, okay. Das war der neben uns gesessen ist, glaube ich, im Flugzeug. Und Nicholas Messon, der Pilot von der Cassandra, dann wird das wahrscheinlich das Flugzeug sein, die Cassandra. Das sind noch ein paar andere Personen. Dr. Anton Metzier, Leon de Vries und Malik Tambura. Verschiedene Charaktere. Alex Sterling, Richard Fairchild, Henry Hank Mitchell und Rachel Holt. Und zwar alles Expeditionsmitglieder, wenn ich das hier unten richtig lese. Also waren wir auf dem Weg zu einer Expedition. Und wir sind Anastasi, Tassi, Trianon. Also Tassi sind, glaube ich, wir, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Technische Zeichnerin. Würde Sinn machen bei dem Skizzenblock. Aber I have to remember she will die. Find Salim. Dann machen wir das doch. Vermutlich sie hier. Und wir haben unsere Pillen bekommen und jetzt verschwimmt das Ganze. Und my book. Good. My handwriting. I don't remember. So, die suchen wir doch erstmal hier hinten noch. T, können wir Objekte drehen? Okay. Und so können wir sie schmeißen mit der anderen Maustaste. Sehr gut. Was haben wir hier? Kann ich nicht lesen, will ich auch nicht. Cat Tanks. Katzenzungen. Okay. Warum nicht? Warum auch nicht? Also hier sind wir lang gekrochen. Hier sind wir lang gekrochen. Mr. Hanetti. Doktor. That's the doctor. I'm here. Crew of the Cassandra. Was ist das? Was haben wir da gefunden? Ein Cockpit-Türgriff. Okay. Can anyone hear me? Also kommen wir auch ins Notizbuch, sehe ich gerade. Alles klar. Ah, darf nicht vergessen, switchen. Ah, ich habe jetzt übrigens eh gedrückt. Macht schon Sinn. Was haben wir hier? Hier sind nur Trümmerteile. This is Dr. Metz here. Mrs. Ritter. Interagieren wir doch mal. Hallo. Hallo. This is Tassi. Useless. Crew of the Cassandra. Please respond. Also die Steuerung ist sehr empfindlich. Muss ich mal jetzt hier mal so festhalten. Tappen, um das Inventar zu öffnen. Okay, haben wir gerade gemacht. So, wie setze ich jetzt unseren... Ah, hervor. Alles klar. Alles klar. Und jetzt kommen wir zusammen draußen. Sehr gut. Mother Mary, Mutter Gottes, ja. Zumachen. Ja, schauen wir uns um.
Okay, mit Steuern können wir uns schon mal ducken, was ist da passiert? For God's sake, help me! I remember. People were hurt in the crash. I was here. I think. Genau, wo sind eigentlich die anderen? Where did they go? Where's Salim? It's all right, my friend. We'll get you out. Wir holen ihn raus, okay? Aber wie? Und wen? Also, das war ducken. Shift ist dann ein schneller Gang. Okay. Leon, Jonathan, give us a hand here. Helfen Sie uns hier. Wo denn? Wo denn? In my case. Left side. Bandages. Quickly. Bandagen im Koffer. Ich habe das Gefühl, das könnte noch nützlich für uns werden. Suchen wir doch jetzt mal einen Koffer mit Bandagen. Bald raten. Okay, im Schatten bleiben. Im Schatten bleiben, ja. Gut, dass wir jetzt einmal ums Flugzeug gelaufen sind, wo kein Schatten ist. No, Rachel! Rachel? So, jetzt sind wir im Schatten. Also, in irgendeinem Koffer sind Bandagen drin. Da schon mal nicht. Wir sind im Arsch. Das sind auch keine Bandagen. Okay, so kann man mit dem Mausrad dann. Alles klar. Was soll dieses Symbol sagen? Ah, man kann was ziehen. Okay. Okay. Ziehen wir das doch einfach mal weg. Und schauen mal. Was ist das hier? Nichts, was wir brauchen. Ziemlich viel Scheiß rum. Wo das wohl herkommt? Vielleicht weil das Flugzeug abgestürzt ist, wer weiß das schon. Aber was soll das sein? I've got to get away from here. Find some proper shelter or I'll be. Shelter. Vernünftigen Unterschlupf finden. Nichtsdestotrotz fehlt der Koffer mit den Bandagen noch auf der linken Seite. Jetzt laufen wir doch noch mal einmal im Kreis. Vielleicht haben wir ja irgendwas übersehen hier. Vielleicht waren die Bandagen auch nur auf der linken Seite im Koffer. Wer weiß das schon. Ich sehe hier erstmal zumindest nichts. Und ich bekomme schon wieder dieses Blubbergeräusch, als würde ich in der Sonne gebraten werden. Ein bisschen komisch. Jetzt machen wir nur kurz einen Schatten, dass das Geblubber aufhört und dann. Ja, es ist viel zu heiß. Okay, dann gehen wir mal. Oh, was ist das hier? Ist das ein Hühnchen? Kann man das essen? Bleib stehen. Dann halt nicht. Wait, thank you. But we've no choice. We need to get them to shelter. I know. It's Salim. He's hurt. You know what he's like. Let's get him down there, and you and I can sit on him while the doc takes a look. Don't worry. The caves aren't far. Also es gibt Höhlen in der Nähe. Okay. Dann gucken wir doch jetzt mal, dass wir die Höhlen suchen. Caves. Caves. Schon nichts drinne. Nichts Brauchbares, würde ich sagen. Schade. Höhlen. Dann rennen wir jetzt mal. Ich würde mal sagen, Shift, ja, mache ich doch schon. Wir folgen jetzt einfach mal den Trümmern hier.
gucken, ob wir irgendwas finden. Das ist noch bestimmt wieder ja, Katzenzone. Sehr gut. Und da ist Schatten. Salim! Salim, are you there? Kein Salim. Sind da die Höhlen? Nee. Was ist das hier? Schmutz im Sand, okay. Wir bleiben mal im Schatten. Ja. Es gibt auch keine Lebensanzeige oder so. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es uns das abzieht, sondern dass wir einfach irgendwann umkippen, wenn wir das nicht beachten. Laufen wir einfach mal weiter. Das sieht doch hier nach Höhle aus, oder? Nee. Falscher Alarm. Geht's jetzt in der Sonne weiter. Okay. Was sind das Schleifspuren? Das sah nach Schleifspuren aus. Da ist eine Höhle. Thank God. Und hier ist noch eine Kiste. But it's good, isn't it? People have been here. So, we'll be shot with salt. Instead of dying of thirst, I give it. Leon. What? Gute Alternative. No point giving your hopes up. We're in this shit. Tja, wir sitzen in der Scheiße. Okay. Aber das bringt mir ja alles nichts. Was ist das hier? Wir werden gegrillt. Und das hier ist auch irgendwie so ein creepy Smiley oder so. Was ist das hier? Kann ich nicht mit dem denn stecken? Na gut. Wasser. Nahrung. Schätze ich. Naja. Halten wir uns nicht zu lange in der Sonne auf. Also hier sind weitere Güter von der Expedition, würde ich mal sagen. Papierkram. Rotsch. Schrotsch. Oh, was haben wir da? So, Rachel Holt, oberste Antreiberin. Papier reist von Croydon. Ein frischer Wind muss T. für die Empfehlung danken. Behält immer den Überblick, viel besser als ich. Muss ihr etwas Zeit geben, sich mit den neuen Umgebung vertraut zu machen, aber bisher schon sehr vielversprechend. Hoffentlich ist sie auch bei zukünftigen Reisen mit dabei. Okay. Ja, wo können wir nicht mitnehmen, wenn ich das jetzt Rachel, nicht sehe? Yeah, she organized those lectures in London and Charlie back at the Institute recommended her. Got a good head on her. I like it. No, don't you give me that look. Okay. So ein Steckbrief. Kann ich nicht einstecken. Okay, dann lassen wir es halt liegen. Dann halt nicht. Gehen wir mal in die Höhle rein. Gucken, was uns erwartet in der Dunkelheit.